Dominik, kannst du noch nicht? Nein. Ja. Dominik Pilczyk würde so gerne wieder richtig toben, aber er darf noch nicht. Denn vor gerade einmal 5 Wochen hatte er eine schwere Wirbelsäulenoperation. Das Ende einer langen Leidenszeit. 1 Jahr tappten die Ärzte im Dunkeln, bis sie erkannten, dass der damals 2-Jährige eine seltene Erkrankung hat. Vor ungefähr 1 Jahr haben wir gestellt, dass das dann irgendwie läuft nicht gerade, läuft nicht richtig. Und natürlich haben wir uns Sorge gemacht, dass das, wieso, weshalb, warum so passiert. Dass wir sind wir zu mehreren Ärzten gegangen. Er weint, schreit, weil wirklich extrem Schmerzen. Er tut weh für mich und für er, wenn ich sehe, was passiert ist. Dominik hatte eine Wirbelsäulenentzündung, ein Schock für die Familie. Hinzu kam, kaum eine Klinik wollte einen so kleinen Patienten operieren. Nach intensiver Recherche landeten sie schließlich am Sana-Klinikum in Offenbach. Heute, 5 Wochen später, trifft die Familie den behandelnden Arzt Professor Dr. Rauschmann wieder. Die erste Untersuchung für Dominik nach dieser großen Operation. Sehr gut. Okay. Was haben Sie denn alles gemacht? Also, wir haben bei dem kleinen Jungen zunächst von hier hinten die Wirbelsäule freigelegt, das Rückenmark freigelegt und dann eine Korrektur vorgenommen. Und dann haben wir hier über die Seite noch einen zweiten Schnitt machen müssen und sind dann an der Lunge vorbei an die Wirbelsäule von vorne und haben die zerstörten Wirbelkörper ausgetauscht. Das war notwendig, weil sonst keine ausreichende Stabilität hergestellt werden konnte. Und vorher hatte der Junge hier einen richtigen Buckel und dieser Buckel ist jetzt komplett weg. Die Ursache haben wir diagnostizieren können. Es handelt sich um eine sogenannte unspezifische Infektion. Das heißt, er hatte offensichtlich irgendwann mal Bakterien im Blut, die sich an dieser Stelle abgelagert haben. Es ist ein Knick entstanden und der Hintergrund für diesen Knick ist der zerstörte oder die zerstörten Wirbel. Man sieht, dass hier aus diesen Wirbeln, die normalerweise alle so aussehen sollten wie der obere oder der untere, dass die einfach plattgedrückt sind und nicht mehr existent. Und das ganz große Problem war, dass das Rückenmark, was hier entlang läuft, und der Zug kommt. Und hierin lag auch die größte Gefahr, dass der Junge durch eine falsche Bewegung eine Querschnittlähmung erleiden hätte können. Die Wirbelsäulenoperation war also der einzige Ausweg aus dieser schwierigen Situation. Also wir sehen jetzt hier das postoperative Ergebnis. Wir haben die entzündliche Wirbel, waren insgesamt 3 Stück entfernt und haben die dann durch ein Titangeflecht ersetzt. Es sind hier vom Rücken aus eben 9 Schrauben eingesetzt worden und von vorne ist dieses Drahtgeflecht eingesetzt worden, was hier durchsichtig erscheint, was aber mit Knochen gefüllt ist. Das ist die Rippe vom Dominik, die entfernt wurde und hier dann eingesetzt wurde. Das ist eben Material von dem eigenen Organismus. Deswegen wird das auch am besten und am schnellsten einheilen, um dem Ganzen wieder eine Stabilität zu verleihen und um dann auch diese Verkrümmung, diesen Buckel, den er entwickelt hatte, zu korrigieren. Das Korsett wird Dominik noch eine Weile tragen müssen. Antibiotika und Schmerzmittel braucht er dagegen nicht mehr. Noch ungewiss sind die Auswirkungen auf das Wachstum. Das wird ausheilen, aber es wird natürlich nicht ganz normal werden, weil eben jetzt 3 Wirbelkörper fehlen. Und in diesem Stück, wo diese 3 Wirbelkörper fehlen, wird auch kein weiteres Wachstum mehr stattfinden. Und da er ja jetzt noch ein kleines Kind ist und noch deutlich wachsen wird, wird ihm in diesem Bereich natürlich im späteren Leben, werden ihm da einige Zentimeter fehlen. Aber das wird in der Summe kein großes Problem sein. Bis zum Ende der Wachstumsphase muss Dominik deshalb regelmäßig untersucht und beobachtet werden. Doch erst einmal sind alle glücklich. Der kleine Mann kann sich wieder schmerzfrei bewegen. Ja, und wir drücken dem kleinen Mann, dem Dominik, alle Daumen, dass sich das weiter gut entwickelt mit seinem Rücken. Und bei uns ist sein Operateur, Professor Michael Rauschmann. Hallo. Wir haben Sie ja eben im Beitrag schon kennengelernt. Sie leiten die Klinik für Wirbelsäulenorthopädie am Sana-Klinikum in Offenbach.
Einige orthopädische Kollegen von Ihnen sagen, nee, also so ein Kind in dem Alter sollte man bloß nicht operieren an der Wirbelsäule. Das wächst ja noch. Sie haben das jetzt aber trotzdem gemacht. In welchen Fällen ist das zwingend oder sinnvoll? Ja, guten Abend, Herr Johe. Es gibt Fälle, wie wir es hier gesehen haben, wo eine Querschnittlähmung droht. Und immer dann oder wenn Fehlbildungen auftreten, wie eben auch dieser Buckel bei dem Dominik, dann ist es notwendig, auch verbunden mit therapieresistenten Schmerzen. Wir haben ja gehört, der Junge hat immer wieder gelitten, er hat immer wieder Fieberschübe gehabt. Und man kann an dieser Stelle dann an einem gewissen Punkt nicht mehr an einer Operation vorbei. Also da gilt es eben, ganz schlimme weitere Folgen zu verhindern. So ist Jetzt könnte ich mir vorstellen, so eine Entzündung in der Wirbelsäule können ja auch Erwachsene erleiden. Kommt das oft vor oder ist das eine ganz, ganz seltene Sache? Er ist zunehmend, also man kann sagen, ab dem 60., 70. Lebensjahr haben wir fast wöchentlich Patienten mit einer bakteriellen Infektion, die dann ausgeht zum Beispiel von einem infizierten Zahn oder einer Blaseninfektion oder einer Magen- oder Darminfektion. Wie gehen dann die Bakterien von dieser Infektion ins Rückenmark? Wie kann man sich das vorstellen? Die Bakterien wandern von dort ins Blutsystem, ins Gefäßsystem und werden dann auf dem venösen Weg über die Wirbelsäule in die Wirbelkörper trainiert, wandern dort aus und nisten sich dann in der Nähe der Bandscheibe ein, können dann von dort in die Bandscheibe eindringen und dort haben sie beste Voraussetzungen zu wachsen. Gibt es irgendwas, was man tun kann, um sich vor sowas zu schützen? Wenn man merkt, dass man abgeschlagen ist, müde, verbunden mit Fieber, Nachtschweiß und dann auch noch Schmerzen hat, dann sollte man auf jeden Fall den ärztlichen Rat suchen und das diagnostizieren, woher sozusagen diese entzündliche Reaktion stammt. Also Entzündungen nicht einfach schwelen lassen, weil die sich sonst verbreiten könnten, sondern dagegenhalten? Auf gar keinen Fall, genau. Okay. Dagegenhalten und den Fokus, also die Lokalisation der Infektion suchen. Wie erkenne ich denn, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, ob ich jetzt vielleicht einen Bandscheibenvorfall habe oder so eine entzündliche Erkrankung? Also woher weiß ich, dass das so was Schlimmes sein könnte? Generell ist es nicht immer so einfach, aber eines ist zu bedenken, Entzündungen oder auch Tumore führen zu Schmerzen, die durch keine Position des Körpers zu stillen sind. Wenn man einen Bandscheibenvorfall hat oder eine Verrenkung, gibt es immer irgendeine Lage, wo man doch einigermaßen schmerzarm oder sogar schmerzfrei ist. Okay, und wenn man da keine Lage findet, dann könnte es vielleicht in die Richtung gehen. Sie haben gesagt, vor allem Patienten über 60 oder Menschen über 60. Gibt es aber auch jüngere Menschen, die vielleicht gefährdet sind für so eine Entzündung der Wirbelsäule? Ja, das gibt es auch. All diejenigen, die ein schwaches oder geschwächtes Immunsystem haben. Dazu zählen Patienten, die immunmodulierende Medikamente einnehmen, zum Beispiel Rheumatiker. Dazu zählen aber auch Tumorpatienten, zum Beispiel während der Chemotherapie, oder Drogenabhängige bis hin zum Alkoholkonsum. Kann das zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Und dann immer haben Bakterien die Möglichkeit, eben dort sich einzunisten. Aber es ist nicht so, dass dann jeder operiert werden muss, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn man das rechtzeitig entdeckt, dann kann man natürlich auch mit Antibiotikatherapie und Ruhigstellung die Sache in den Griff bekommen. Vielen Dank, dass Sie uns aufgeklärt haben zu diesem ja wenig bekannten Problem der Orthopädie. Vielen Dank, Professor Rauschmann. Vielen Dank, Herr Joey.